Abstraktion ist das große Thema der Moderne. Aber Sie, lieber Herr Richter, sind ja 1961 von einem realistischen System sozusagen in ein abstraktes System gekommen. Das ist nicht ganz glücklich, der Begriff abstrakt. Der klingt zu wissenschaftlich, wenn ich von etwas abstrahiere. Und das sehe ich eigentlich bei den Bildern nicht, aber grundsätzlich bei abstrakter Malerei. Die ungegenständliche Malerei ist dann ein bisschen wieder bezeichnet, aber eigentlich richtiger. Es ist so gedacht, ich habe gemerkt, dass man muss ja für die Abstrakten dieselben Bedingungen anerkennen, die draußen herrschen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Das stimmt immer alles und so muss das bei den Abstrakten auch sein. Die müssen wieder ein Bild erleben, was in sich stimmt, obwohl wir die Gegend, die dann erscheint, die gibt es nicht. Könnte es aber geben. Ja, es ist ja auch ein bisschen nach Kessheit dabei, wenn man sowas macht, gegen die einfach was anderes setzen. Genau. Wenn man es nicht will, dass die nicht so viel besser sind. Es war auch wieder ein bisschen wie eine Befreiung von den Zwängen. Es war auch ein bisschen polemisch gegen die Konstruktivisten, die behaupteten, eine Farbe passt bloß der anderen und ich bin da ganz toll und mach das. Und ich will damit sagen, jede passt zu jeder Farbe. Es sind schöne Überraschungen dabei, von Bildern, die ich gar nicht mehr kannte. Es gibt ein paar Lieblingsbilder, aber das würde ich auch ungern nennen. Das ist so, es ändert sich mit der Zeit, dann ist mir das besser. Und genauso, wenn Sie mich nach dem Schlechtesten fragen. Nee, also eigentlich finde ich, das geht immer parallel, ein bisschen Größenwahn und Verzweiflung. Gefühl, das ist alles nichts, alles Push. Thank you.